yo. Ich bin ein Profi. Profi? Ich Profi nur mit B, so wie Brody. Schauen wir uns das Video an. Ich will Hellinger heißen. Von Sada Hugo. Let's go. Clips. Gesundheit. Was läuft? Was läuft? Willkommen zum nächsten. Oh, kennt ihr das, wenn ihr so niesen müsst und ihr niest dann so aus dem Hals und euer Hals danach voll rau und fühlt sich so komisch an? Habe ich auch manchmal. Ich würde sagen oft, aber eigentlich oft nicht, aber es ist unangenehm. Ja. Ansonsten nicht mehr ganz gerne meine Nase, so alles so raus, so. Alles. Den ganzen Raum verteilt am liebsten. Nee, man soll ja in die Armbeuge genießen, ne? Hier am besten rein, nicht in die Hände. Weiß ab, was in den Händen und dann spielt man sich irgendwo hin im Gesicht oder so oder gibt jemand die Hand. Ja, ganz schlecht. Deswegen die Armbeuge genießen und dann wegmachen. Video. Ich glaube, auch einer der Gründe, warum es so lecker schmeckt, ist das Sägen. Sägen hat das Fleisch pariniert. Pariniert, ja. Aber es war keine Kunst, weil du musst dir vorstellen, das Gewürz war schon da. Schau mal, wie krass das sind. Pfeffer. Wie geht das? Was macht er denn da? Umdrehen und drehen. Nein, jetzt drehen. Nein, andersrum drehen. Ohne Pfeffer gekocht dann. Was macht er denn überhaupt einen Kochstil, wenn er nicht mal eine Pfeffermühle beherrscht? Ach Mann. Ihr müsst ein bisschen Gas geben. Ich mach das schon mal hier bei. Akkurat habe ich noch nie gehört, dass jemand das so als Trendwort benutzt. Cringe leider ja, finde ich. Ja, ey, die Jugendwörter, das sind alle so mega. Keins von denen passt. Shish von 2008, keine Ahnung. Wild auch schon von 2012. Digga auch schon seit 1983 benutzt. Sass, letztes Jahr wo es viel benutzt. Cringe, Alter, das sagt man doch schon seit ich geboren bin. Akkurat, das sagt mein Opa, seit er geboren ist. Same sagt, das ist doch kein Jugendwort. Papatastisch ist mega reingescammt. Geringverdiener würde ich noch gelten lassen. Geringverdiener würde ich okay finden. Das passt dieses Jahr am ehesten noch rein von allen, finde ich. Mittwoch ist auch schon letztes Jahr in den jungen Jugendwörtern des Jahres gewesen. Also, weiß ich nicht. Ist auch so ein Meme von 2018, glaube ich. Auf Wein sogar noch. Also, ja. Also, wenn ich von all denen eins aussuchen müsste, wäre es Geringverdiener. Aber nur, weil ich es müsste. Und das ist wieder ein bisschen cringe, wenn dann überall in den Zeitungen steht, neues Jugendwort, Geringverdiener. Und alle so, hä? Die sich checken. Ich sehe schon die alten Omas oder die Boomer in der Zeitung lesen und sehen so, Geringverdiener, Jugendwort? Hä? Gut, haben die sich wahrscheinlich immer gedacht, aber das Geringverdiener verstehen sie wenigstens noch. Das ist nicht sowas wie Fly oder... Letztes Mal nicht Hurensohn geworden fast? War doch irgendwie mal was, oder? Ich glaube, da war was. Weil so viele dafür gestimmt hatten. Ja, finde ich mega unangenehm. Sus. Hey, Sus! Sus. Ey, Gravity Falls! Nicht. Gar nicht. Hä, kennst du das nicht? Oh Mann. Sieht ja aus wie 14. Mann, ey, ich gönne ihm wirklich, dass er endlich eine neue Freundin hat. Ach, das ist seine Schwester. Ach so! Ich habe auch mal einen alten Clip gesehen. Es war, glaube ich, das Video, auf das Tanzi da reagiert hat, mit ihm. Und dachte auch, es ist seine Freundin, aber es ist seine Schwester. Ach so. Das ist natürlich. Da halte ich mich zurück. Er ist sogar Medic. Das stimmt denn nicht, so, Herrn Eris, könnt ihr mal den Automaten da heilen lassen? Lassen Sie mal bitte den Automaten heilen. Ja, eventuell mal. Nein, vielleicht mal eine Runde mit Kylo gehen und dir nicht im Präsidium nerven. Sonst endest du in der Zelle wie vor 10 Jahren. Ansonsten, wenn du nicht endlich deine Zelle sitzt und lebenslänglich. Hast du mal verstanden? Ich hab's immer gepredigt. Frauen sind die Runde. So. Frauen sind die Runde. Aber das war nicht Montes Stimme. Das war nicht echt Montes echte Stimme. Der Schauspieler hat jemand Monte? Ah, das ist ja Roleplay, ne? Geht ja Roleplay. Das ist einer Roleplayed quasi Monte. Ah ja, okay, jetzt check ich das. Okay, ich dachte, Monte selbst spielt das, aber er hat doch mal gesagt, dass er das spielt, aber spielt das nicht wirklich, oder? Schade irgendwie, ich würde es irgendwie feiern. Auch wenn ich Monte an sich so nicht gucke, aber so in GTA finde ich schon funny. Weil die Clips sind ja auch mega funny immer. Da sind auch extra gestellt dafür, ne, ja. Davide, Pro Player, hi, was geht? Falco. Ja! Das ist Sims? Nee, es geht ja, doch. Kann man Yoga machen? Ich hab die Idee. Dein Hintergrund gefällt mir, also muss ich sagen, das sieht schon sehr gemütlich aus, habe ich schon mal gesagt. Also aus was für einem Grund auch immer, ich habe wirklich gedacht, das wäre ein echter Kamin. Und zweitens sehe ich jetzt erst... Er hat gedacht, das wäre ein echter Kamin?
Denn wirklich, dass Tansi sich um den Kamin kümmert und das Feuer da anschürt und dann einen Meter von der Couch entfernt steht, die ja wahrscheinlich nach Qualm riecht. Wie gefährlich er die Kerzen dahin positioniert hat. Keine echten Kerzen. Das sind keine echten Kerzen, oder? Das sind doch solche Fake-Flacker-Dinge. Ja, das wäre schlimm. Ja, das ist nicht echt. Oh, ich bin gerade erschrocken. Ah, es ist reinbearbeitet. Ja, das sind keine echten Kerzen. Das sind so, ja, die flackern, tun so, als würden sie flackern. Aber ist eine Batterie drin. Bruder, sagt ehrlich, das sieht aus wie ein echter Kamin. Nee. Ach, das sind auch keine echten Kerzen. Scheiß drauf. Als ob Tanzi auch jedes Mal vom Stream Kerzen anmacht mit Feuerzeug. So Sachen, da kann man doch, man kennt doch Tanzi, weiß ja, dass es nicht so ist. Ey, du kleiner, du und so, wenn du hier reinkommst, was hast du vor? Vielleicht will der auch einfach nur zocken. Digga, vielleicht will der zocken. Jo, Alter, die Maske. Jetzt ernst? Wie dreist kann man eigentlich sein? Ist der einfach hier reingekommen und wollte mir gerade meinen Garten Plastikstuhl klauen? Was verstehst du nicht, Deadrain? Was bedeutet Aminakumi? Kann man festnehmen? Er ist ins Feuer reingelaufen, oder? Oh nein. Ich hab gar nichts gemacht. Guck mal, ich damals, wo ich klein war damals, ich hab immer die drei Fragen. Aber das gar nichts gemacht, mir finde ich nicht mehr so cool, seitdem ich weiß, woher das kommt. Also feiere ich den nicht mehr so sehr. Der Mann kann einem schon leid tun irgendwie. Und ob man darüber deswegen. Ja, man kann alles lustig finden, wie man will. Aber ich finde es mir ein bisschen sehr, sehr traurig, wenn ich immer dran denken muss, wo das Meme überhaupt herkommt, das Original. Das macht mich richtig traurig und wütend. Session angemacht auf Hörkassette. Kennst du die drei Fragezeichen? Die drei Fragezeichen. Was für ein Streifen? Die Streifen. Der Straßenstreifen hier. Was ist denn mit ihm los? Entschuldigung. Also hatte ich dieses Internetcafé-Simulator von Tanzverbot, oder? Ich glaube schon. Ah, von Tanzverbot. Von Hand of Blood, meine ich. Und doch das ekelhafte Lachen. Was für Seiten bist du gerade? Na! Der gönnt sich. Oh, ich habe das Best of gesehen. Oh ja, und hier kriegt er gleich die volle Dose Cola oder was auch immer. Direkt ins Gesicht geschossen. Und einmal hat er auch wieder Kacke geschickt bekommen. War ja auch eigentlich klar. Knossi hat auch wissen müssen, wenn er wieder Makete zu ihm schicken lässt, dass er dann wieder Kacke bekommt. Es war so klar, dass einer es macht. Es war so klar. Und ich finde die Idee aber cool, dass sie hier quasi den Flur filmen und dann aber hier Greenscreen drin sind. Also hier ist die Freundin quasi, die beobachtet ihn quasi gerade raus. Die sitzt hier ist der Bildschirm von ihm. Ich gucke in die Richtung und hier, wir sehen hier ihn im Greenscreen und dann hier das, was hinten dran ist. Das finde ich eine coole Idee. Finde ich cool. Ja. Ah. Oh nein! Kabelbinder sind das. Das sind wirklich Kabelbinder. Das sind Kabel. Er hat ihn ausgepeitscht! so eine erotische Peitsche, alles klar. Ja, Sklave. Was bedeutet Teil 2? Es riecht komisch. Ein Weihnachtsgeschenk. Oh. Ach nein, Alufolie. Ich hab ja so Gefühle. Riecht das nach was? Ja, stinkt. Boah, stinkt das. Was ist das denn jetzt? Oh, wie er gesabbert hat. Das sah so wieder. Das hab ich auch gesehen. Das ist einfach so widerlich, wie er das so rausgesabbert hat. So richtig Wasserfall-like. Oh. Und die Freundin geht direkt raus. Ist das Pfefferspray? Oh ne, Pupsspray springt, glaubt die, oh ja, steht Fahrtspray drauf. Alter, vor allem Furzspray stinkt auch so übertrieben eklig. Hör auf! Nein, mach's nicht so oft, oh mein Gott, so viel! Oh mein Gott! Oh, die müssen gleich den ganzen Raum evakuieren. Der Stinkerspray. Aber es ist aber echt heiß, gell?
Es ist schön, dass meine Pflegerin heute da ist. This is are you there? We come in Los Santos. Under the fire, Chichantos. I can see the police. I can see the police. Yeah. Alarmanlage. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht, ne? War das ein originaler Song gerade oder hat er das gesungen? Eigentlich gar nicht so schlecht. Sangam Zombies. Wort, das sind ultra viele. Hilfe, bitte helfen Sie mir. Raus aus dem Schutzraum. Hilfe, ich brauche Hilfe im Schutzraum. Der Schutzraum bietet null Schutz und gar nicht. Mach ihn weg! Wo? Wer? Den gelben! Der dreh dich um! Mit den Augen, den gelben da! Den Doppelwaffel, sag ich! Oh, no! Der greift dich gleich etwas auf, bitte! Komm dir mal näher! Hallo! Ja. Hallo, hör auf, mein bester Freund zu treten! Bin, der ist 10! Entschuldigung! Fahr weg! Junge, rede doch nicht, während du Cam gerade abends verschiebst. Ey, was du sagst, juckt mich schon lange nicht mehr. Ich verschieb die Cam und rede, wie ich will. Ich kann auch während dem Video so machen. Das Video soll Dave schneiden. Ja, Keyframes, ja, genau. Hallo, Ma'am. Wissen Sie, wo ich hier mir ein Pferd besorgen kann? Da müssen Sie mit der Pferderennbesitzerin. Ah, passt schon. Danke. Keine Probleme. Oh, da wollte ich fast sie vom Pferd schlagen. Hat er sich dafür? Hat er sich, was Absicht oder was mit Versehen? So falschen Knopf gedrückt bei GTA, wenn du eigentlich hinten beim Taxi einsteigen willst. Und dann drückst du den Knopf falsch oder so und dann schmeißt du den Taxifahrer raus. Und nein, wollte ich nicht, ja! Fühle ich auch so. Pinkeln verbindet, weißt du? So habe ich die besten Freunde kennengelernt. Gut. Dann noch einen schönen Abend, ja? Ja, ich muss in die gleiche Richtung. Das ist der Beatfilm, Digga. Hau rein, ne? Ja, ich muss in die gleiche Richtung wie du. Funktioniert das? Nicht im Film, das ist im echten Leben auch schon so passiert. Ja, es gibt Red Dead Gameplay. Ich habe Red Dead nie gespielt, aber ich kann sagen, ich habe schon Videos gesehen, wo es Gameplay. Ist Monte ein Illuminat? Der käsige Snack für zwischendurch. Was? Muss ich da drauf drücken? So zur Seite? Gefällt dir das, hä? Gefällt dir das, wenn ich meine tiefe Stimme in die Ohrmuschel schmier? Bist du Schamaffa, hast ein E-Bike. Bist du auf dem Sound? Einmal guck ich in den Chat. Und ich treffe genau dieses Schild, was mitten in der Straße steht. Alles außenrum ist frei. Oh, deine verdammte Hasselnde Mom. Die arbeitet ganz hart für ihr Geld. Elina. Okay. Ah ja. Neue Kollegin, die für den Stream rausholen kann, oder was? I did shave my ass. Ah! Perfekt. Einfach nur noch perfekt. Ihr nehmt diese. Der erste Satz, wo er reinkommt, ey. Oh mein Gott. Und dann ganz schnell in der Mitte durchbrechen. Und dann. Und drückt die dann einfach so raus. Und schon habt ihr einfach eine Bananenhalterung. Hey, eigentlich nicht schlecht. Das schmeckt ja viel besser als sonst. Du musst ihn auch voll mitnehmen, hier ist doch gar kein Dreck. Wo kommt denn der Dreck her? Ah ja! Sauber. Der chillt immer noch Mitte. Den hab ich. Ich hab einen Leck! Der geht einfach mit Kleidung in den Pool. Boah, krass. Sie mich verärschen? Das fand ich schon, was aussieht. Warte mal. Clips kommen noch. Oh nein, gestorben ist oder was? Oh. Isa Hellinger. Oh. Ach so, hey. Oh, weil sie heißt Isa mit Vornamen. Und Hellinger ist sein Nachname. Ah ja. Ah ja, okay. Ja, sehr cool. Interessant auf jeden Fall. Schlauheit. Dankeschön, Gesundheit und Gesundheit, Dummheit. Danke, Leute. Ich habe euch gern. Aber auch cooles Video. Yo, ich bin ein Profi. Die Profi nur mit B, so wie Brody.